Hallo, ich bin der Martin, ne? Hallo Martin! Hallo! Ja, wir stehen hier mit einem relativ prominenten Fahrer, weil du hast nicht nur diese Rallye gewonnen, du hast auch schon die Breslau und Polen gewonnen. Martin, was sind deine Ambitionen in diesem Jahr? Wir haben einfach hierher gefahren, um Spaß zu haben, und den haben wir momentan. Es war halt die erste Etappe. Wir haben uns spät angemeldet, daher starten wir auch als fast Letzter. Einer ist noch hinter uns. Es ging halt gleich richtig zur Sache im Wald. Da war ein Flussbett, steile Auf- und Abfahrten, viele Felsen. Es war abtrassiert, man konnte nicht überholen. Da standen wir halt etwas länger im Stau. Man darf sich da nicht aufregen. Wir sind hier wegen Spaß. Und wir haben den Vorteil, wir haben jetzt mal richtig was gesehen, was die anderen so im Wald machen. Weil die letzten Jahre sind wir vorne gefahren und haben natürlich niemand gesehen. Wir sind eigentlich immer alleine gefahren. Aber es hat viel Spaß gemacht heute und wir haben was gesehen, war super. Ja, du hast ja ein ganz besonderes Auto, wie wir hier sehen. Das sieht optisch ein bisschen aus wie ein Toyota, aber irgendwie ist das auch ein richtiges scheiße Monster-Ding. So, jetzt sind alle wach. Genau. Was ist das für ein Auto? Was steckt da für Technik drunter? Das ist bayerische Antriebstechnik. Die japanische Technik, die war zu lasch, die hat keinen Schmalz gehabt. Und jetzt haben wir hier BMW-Motor drin und der reißt richtig an. Gut, dann wünschen wir dir viel Spaß und drücken dir die Daumen für die nächsten Tage. Alles klar, wir sehen uns. Tschüss. Hallo, ich bin der Michael Weimer vom X4 Racing aus Weimar. Grüße dich. Hallo. Wir haben gesehen, du hast ein schönes Auto, Mercedes G Prototyp. Was kannst du uns über das Auto verraten? Ja, zwei Teile verbaut, originaler 320er Motor mit einem Schaltgetriebe und geändertes Fahrwerk. Ist anders ausbalanciert, die Gewichtsverteilung ist anders, ist viel Plastik dran, ist halt leichter mit. Für die Zuschauer zu Hause, die dich nicht kennen, ist das deine erste Rallye oder bist du schon ein richtiger Profi? Ich mach das seit über 20 Jahren. Oh, und das erste Mal in Bulgarien oder? Ja, Bulgarien das erste Mal, viel Russland, viel Ostblock. Wie würdest du unseren Zuschauern die Strecke von heute erklären? Ich glaube, das waren, wie viele Kilometer waren das? Es waren 70 Kilometer, war sehr anspruchsvoll, sah sehr leicht aus, aber es war relativ, durch diesen Humusboden, relativ glatt. Man musste höllisch aufpassen mit den Spurrillen, dass man sich nicht irgendwo verkalkuliert und rechts, links in die Piste abfliegt und halt die Navigation musste passen. Was sind deine Ambitionen hier auf der Rallye? Bist du hier, um Spaß zu haben oder hast du gesagt, Mensch, ich will auch mal gewinnen oder so? Ja, wer will nicht gewinnen? Hauptsache ist der Spaß. Natürlich ist das Ergebnis auch entscheidend. Gut, dann drücken wir die Daumen und vielen Dank fürs Interview. Hallo, ich bin Paul Grünwald aus Ungarn. Ja, grüß dich. Mit was für einem Auto bist du hier? Wir fahren mit dem Mercedes G. Ich bin Beifahrer. Und was ist das für ein Auto? Was habt ihr da gemacht? Ist das ein spezielles Auto oder serienmäßig? Ja, das ist ein Mercedes Kurzradstand mit GFK-Karosse. Und da ist ein 2.9 5-Zylinder Dieselmotor drin, mit mechanischer Pumpe. Ich habe gesehen, ihr habt eine Besonderheit. Drei Autos, die relativ gleich aussehen. Das sind alles Mercedes G. Den roten können wir hier im Hintergrund sehen und den weißen, das ist glaube ich mit deiner, den sehen wir auf der Seite. Dann gibt es noch einen grünen und wenn man die zusammenstellt, haben die ungarische Farbe. Wie kam es dazu, dass ihr bei drei gleichen Autos fahrt? Ja, also die rote gehört uns und die beide anderen Autos, die gehören unseren Freunden. Und unsere haben die ausprobiert und die wollten auch dieselben Autos haben. Wie seid ihr auf diese Rallye gekommen? Macht ihr das erste Mal oder seid ihr schon Profis? Ja, Profis sind wir nicht, aber wir haben schon ein paar Mal in Bulgarien Service gemacht für unsere Freunde und in Polen mehrmals gefahren und in Bulgarien fahren wir jetzt das erste Mal. Was ist euer Ziel? Wollt ihr hier nur Spaß haben oder wollt ihr auch irgendwie nach vorne kommen? Wir haben jetzt neue Fahrwerk eingebaut, wir möchten das ausprobieren und wir möchten natürlich irgendwo vorne dabei sein, wenn es geht. Super, dann drücken wir die Daumen und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön, ciao.
Hallo, ich bin der Ralf Berlitz. Ja, Ralf, ich grüße dich. Du bist ja eine relative Größe in der Szene. Dir gehört die Firma Offroad Extrem. Und um das unseren Zuschauern zu sagen, du bist also schon Rallye-Profi. Jetzt sehen wir dich hier mit einem ganz besonderen Auto. Das ist ja irgendwie ein ziemliches Monster-Auto, wenn man so sagen kann. Ralf, was ist das für ein Auto und was steckt da für Technik drin? Das Auto ist ein für FIA-Rallye gebautes Auto. Für FIA-Rallye bzw. für die Dakar. Wird in Spanien gebaut. Gebaut wird es bei der Firma Herrador. Und ich bzw. die Firma Offroad Extrem macht den Vertrieb für Deutschland, Österreich und Schweiz von dem Auto. Das Auto ist aber so neu, dass eigentlich wir jetzt eigentlich in der Testphase sind. Und haben eigentlich ja noch ständig ein bisschen kleine technische Probleme. Wogegen es heute eigentlich sehr gut lief mit dem Auto, aber leider haben wir Navigationsprobleme. Wie muss man sich das Auto vorstellen? Was ist da für Technik drin? Das Auto ist, wie gesagt, nach FIA Norm ausgebaut, hat einen Gitterrohrrahmen, ist ein sogenannter Buggy. Buggy heißt, ist klassisch 4x2, also nur heckgetrieben. Dadurch ist das Auto leichter, hat mehr Federweg als die klassischen Allrad-4-Autos. Und dadurch hat man teilweise Vorteile. Wenn die Strecken sehr ausgewaschen sind, ist man mit so einem Auto richtig schnell. Aber so richtig reine Schotterrallyes hat man wieder ein bisschen Nachteile. Und so ist das Verhältnis halbe-halbe. Mhm. Was ist deine Ambition hier auf der Rallye? Bist du hier, um Spaß zu haben oder willst du auch nach vorne kommen? Ein richtiger Racer will immer... Nochmal. Als Rennfahrer will man natürlich immer gewinnen. Natürlich ist das für uns auch Urlaub, weil A, es ist ein super Land hier, wir haben schönes Wetter, es ist warm, es wird eine super Rallye, aber das Gewinnen steht natürlich immer im Vordergrund. Aber wir sind schon mal froh, wenn wir mit dem Auto ohne technische Probleme durchfahren würden. Das wäre uns eigentlich das meiste wert. Also, dass wir sagen können, das Auto hält 2000 Rennkilometer ohne Probleme. Das wäre sehr wichtig. Dann sage ich vielen Dank und wir bedanken uns für das Interview. Alles klar, ciao. Hallo, ich bin der Daniel Wiese. Hallo, ich bin der Jörg Sand. Ja, Jörg und Daniel, wir kennen uns ja schon länger und ihr seid eigentlich bekannt als Veranstalter bzw. du als Rennleiter der deutschen Rallye-Weltmeisterschaft Gorm. Jetzt sehen wir, ihr seid beide hier und der Jörg hat ein Orga-T-Shirt an bei einer anderen Rallye. Wie muss man sich das vorstellen? Macht ihr hier Spionage oder was macht ihr hier für einen Job? Nee, wir verstehen uns ganz gut mit dem Alex Kovacev, der Veranstalter von der Breslau ist. Und wir haben ihm jetzt hier geholfen in der Orga. Wir haben heute das Ziel gemacht. Und das ist eine super Veranstaltung, macht jede Menge Spaß hier dabei zu sein. Das heißt, ihr habt eigentlich einen ganz ruhigen Job, oder wie muss man sich das vorstellen? Kann man so nicht sehen, dass das ein ruhiger Job ist, weil die Teilnehmer natürlich auch schon nach 130 oder 200 Kilometern ins Ziel reingefahren kommen, Adrenalin voll sind, durchs Ziel durchfahren, vergessen sich stempeln zu lassen, ihre Zeiten geben zu lassen, man rennt hinterher, schreibt die Zeiten auf. Aber das ist eigentlich alles ganz gut, das ist auch ein bisschen ein kleiner Ausgleich, wir schnuppern natürlich auch neue Luft. Und ich mache das ja schon, Alex, schon seit letztem Jahr auf die Bacher Deutschland mit. Und wir machen das einfach ein bisschen als Joint Venture, dass er was davon hat und wir was davon haben. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich und wir sehen uns nächste Tage noch. Ciao.